Ich bin 30 Jahre. Ich bin 30 und bettlägerig. Wenn Leute fragen, wie ich das mache, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Außer, dass ich keine Wahl habe. Dass ich halt keine Wahl habe. Jeder Tag ist eigentlich eine riesige Jeder Tag ist eine riesige Herausforderung. Der Tag hat mehr Stunden, als dass man wach bleiben mag. Wenn man da so stundenlang liegen und all die Symptome ertragen muss. Man fühlt sich wie von einem Lastwagen überfahren. Nervenschmerzen, Muskelschmerzen, Gewebeschmerzen, alles tut weh. Es geht jeden Tag so weiter, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ich leide unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen kann. Au. Ein Albtraum für Betroffene, MECFS, myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom. Was ist das, Alite? Wie spät? Cassandra Helfer aus Thun. Vor 13 Jahren ist sie an MECFS erkrankt. Wie geht es Ihnen heute? Das ist im Moment schwierig zu sagen. Wenn ich aufwache, habe ich Schwindel und mir ist übel. Schwindelig und schlecht. Und ich bekomme Herzrasen. Meine Glieder sind taub. Und ich habe so ein ekelhaftes Gefühl in den Muskeln. So eine Schwäche. Der Körper ist schlicht noch nicht wach. MECFS ist eine chronische körperliche, eine neuroimmunologische Erkrankung. Die Batterien von Betroffenen wie der 29-jährigen Cassandra Helfer sind, bildlich gesprochen, nie mehr voll aufgeladen und entladen sich rasend schnell. Viele denken, es habe einen psychischen Ursprung, dass man nicht wolle und dass... Ja, und eben... Das ist aber nicht so. Und man solle nur mal an die frische Luft gehen und dann sei es wieder gut. Nein, das ist nicht so. Sie können nicht. Ja, wenn ich könnte, wäre ich über alle Berge. Wenn ich könnte, dann wäre ich über alle Berge. Aber ich fühle mich in meinem Körper gefangen. Eigentlich wie im Körper gefangen. Von der Psyche her, von dem, was ich möchte, wäre das etwas ganz anderes. MECFS bricht oft nach einem Infekt aus, von dem sich die Betroffenen nie mehr erholen. Bei Cassandra Helfer war es das pfeifersche Drüsenfieber, an dem sie mit 16 erkrankte. Jetzt Licht im Bad. Mache das Licht im Bad meistens gar nicht an. Es ist zu hell. Erstens zu hell ist und zweitens. Und die Lüftung geht dann an, was ich auch nicht ertrage. Jetzt ist es ja hell. Aber abends, dafür haben wir hier diese kleine Lampe installiert. Das Zähneputzen hat zu den ersten Dingen gehört, die mir aufgefallen sind. Dass ich dabei immer Pausen machen musste. Und mir hat irgendwie die Kraft zum Zähneputzen gefehlt. Irgendwann ist mir dann schwindelig geworden. Ich musste mich hinsetzen. Zeitweise musste ich mich sogar hinlegen, um die Zähne zu putzen. Mit Pause. Es ist schon irgendwie. Zu MECFS wurde bisher kaum geforscht. Vermutet wird, dass die Energiegewinnung in der Zelle beeinträchtigt ist. Im Blut oder mit bildgebenden Verfahren kann die Erkrankung nicht diagnostiziert werden. Hinzu kommt, viele Mediziner kennen die Krankheit nicht. Daraus resultieren jahrelange, kraftraubende Odysseen von Arzt zu Arzt. Nach zehn Jahren, während derer es geheißen hat, es könnte psychisch sein, war es natürlich eine riesige Erleichterung, endlich einen Namen dafür zu haben. Einfach zu wissen, womit ich es zu tun habe.
Man zweifelt auch an sich selbst. Innerlich läuft ein riesiger Prozess ab. Ich bin auch sehr dankbar für mein Umfeld, das mir den Rücken gestärkt hat. Ich habe immer wieder an mir gezweifelt. Bilde ich mir das ein? Es ist alles so diffus. ME beeinträchtigt das zentrale und autonome Nervensystem, das Immunsystem und den Stoffwechsel. Hirnnebel, Muskelschwäche oder Magen-Darm-Beschwerden sind einige weitere der unzähligen Symptome. Jetzt macht der Kreislauf nicht mehr mit. Nur wenige Kilometer von Cassandra Helfer entfernt, in Heimberg, lebt Dejan Lauber. Auch er ist an ME erkrankt. Ich kenne Dejan Lauber nur von seinen Sprachnachrichten und sehe ihn heute zum ersten Mal. Telefonieren oder Vorgespräche, zu kräfteraubend für ihn. Ja, guten Tag, Frau. Guten Tag, Frau Arnett. Freitag ist gut. Machen wir es so. Kommen Sie in den zweiten Stock und ich lasse die Tür einen Spalt offen. Sie können einfach reinkommen. Sobald die Begrüßung durch ist, stelle ich den Timer auf 20 Minuten. Warum? Damit es nicht zu viel auf einmal wird. Damit der Besuch nicht zu anstrengend wird? Damit Sie mich quasi rauswerfen können? Ja, genau. Damit es nicht zu viel am Stück wird. Was würde passieren, wenn wir länger bleiben würden und länger miteinander sprechen? Miteinander reden oder so? Wenn es eine Überanstrengung gibt, müsste ich mit einer verzögerten Verschlechterung der Symptome rechnen. Die beginnen meistens einen Tag später. Was sind Ihre schlimmsten Symptome? Bei mir ist das eine körperliche Schwäche, die alles ganz schwer macht. Und Schmerzen. Schmerzen. Wie muss man sich die Schmerzen vorstellen? Wenn ich versuche, das zu beschreiben, es ist so, als würden die Muskeln brennen, als stünden sie in Flammen. Selber laufen können Sie gar nicht mehr? Nein, das braucht zu viel Anstrengung. Ich verkrafte weder aufrecht stehen noch gehen. Die Schwäche ist mehr als die normale Müdigkeit, die wir Gesunden kennen, oder? Ja, das fühlt sich ganz anders an als das, was ich früher unter Müdigkeit oder Schwäche verstanden habe. Es ist eine sehr tiefgreifende Schwäche. Es ist nicht so, als könnte man sich kurz hinlegen und es wird wieder besser. Sie haben auch Mühe, Worte zu finden. Sehe ich das richtig? Ja, das ist auch ein Teil davon. Mein Gehirn funktioniert etwas langsamer. Dejan Laubers gesamtes Leben spielt sich in den zwei Zimmern seiner Wohnung ab, die er seit 4 Jahren nicht mehr verlassen kann. Go and explore. Rausgehen und die Welt entdecken. Das habe ich früher oft gemacht. Eine gute Erinnerung. Reisen? Das erinnert mich immer daran, dass es draußen jeden Tag schön ist und immer sein wird. Jetzt ist es Zeit zu gehen. Sie werfen mich raus. Ja, das wäre, würde mir gut tun. Denn wenn ich nur noch ein paar Minuten länger bleiben würde, hätte Dejan Lauber keine Energie mehr zum Kauen seiner Mahlzeiten, für Toilettengänge oder Körperpflege. So wie Dejan Lauber und Cassandra Helfer geht es weltweit geschätzten 17 Millionen Menschen. Die internationale Bewegung Millions Missing kämpft für Anerkennung, medizinische und soziale Versorgung der Betroffenen sowie für ein Vorantreiben der ME-CFS-Forschung. Live in Dallas.
Hashtag Millions Missing. Wir vermissen das Leben und wir vermissen daran teilnehmen zu können. Und wir werden auch von unseren Angehörigen vermisst, weil wir halt oft nicht dabei sein können. Es ist mega traurig zu sehen, wie viele Betroffene es gibt. So viele Junge und Kinder haben schon ihr ganzes Leben verpasst. Und die Situation ist immer noch gleich. Wie 1969, als die Erkrankung bei der WHO klassifiziert wurde. Und es dürften noch viele weitere Millionen hinzukommen. Experten vermuten nämlich, dass 1-2% aller Covid-19-Erkrankten an Long-Covid und später an ME leiden werden. Die Symptome der beiden Krankheiten gleichen sich aufs Haar. ME/CFS betrifft vor allem junge Menschen, häufig Frauen unter 40 Jahren. Ärzte und Sozialversicherungen nehmen ihr Leiden meist nicht ernst. Ihren Rollstuhl etwa musste sich Cassandra Helfer selbst finanzieren. Weil nicht geforscht wird, gibt es auch noch keine Therapie gegen ME. Der 29-jährigen Cassandra Helfer bringt Kraniosakraltherapie manchmal etwas Linderung. Schwerstbetroffene hingegen sind vollkommen bettlägerig, fristen ein Leben mit unerträglichen Schmerzen, oft in abgedunkelten und schallisolierten Räumen, ernährt mit Magensonden. Mir ist einfach mega schwindelig. Kannst du so? Gut. Merci vielmals. Hab's noch gut. Tschüss. Tschüss. Mein erster Besuch hat Dejan Lauber zu sehr angestrengt. Darum schickt er mir fortan Videobotschaften. Alle 3 Tage schafft er 10 Minuten. Die Krankheit hat mich in dem Sinne verändert, dass ich ganz stark lernen muss, wo die Grenzen sind. Bei vielem, von dem man dachte, man wisse es, muss man von vorne beginnen. Dejan Lauber, gelernter Elektroniker, infizierte sich 2012 in einem Zivildiensteinsatz auf Madagaskar mit einem tropischen Erreger, wovon er sich nie mehr erholte. Dejan verschwand aus seinem aktiven Leben. Er war oft unterwegs, hatte Freunde, eine Partnerin, einen Beruf. Er wollte die Berufsmatura machen. Er hat ein gesundes und normales Leben geführt. Er hat Fallschirmsprünge gemacht, ist Motorrad und Ski gefahren, er ist gereist. Er hatte ein Leben, war sehr interessiert. Im Kopf ist ihm das geblieben, aber der Körper und der Kopf, wenn er müde ist, macht nicht mehr mit. Aber sein Wesen ist noch da. Auch Dejan Lauber reiste von Arzt zu Arzt mit einer immer schlimmer werdenden Muskelschwäche und Schmerzen. Bei den unzähligen Untersuchungen schwang stets der Verdacht mit, dass die Krankheit psychosomatisch oder nur eingebildet, Dejan psychisch krank sei. Einfach so in sich zusammenfallen, das macht man nicht mit Absicht. Ich weiß nicht, wie man sein Leben so kaputt machen würde wollen. Er hatte eine nette Freundin, die hat er nicht einfach so weggeschickt. Das macht man nicht im besten Alter des Lebens, bei bester Gesundheit. Er hatte eine glückliche Beziehung, gute Familie und guten Beruf, Aussicht auf ein Studium. In dem Moment macht man das am allerwenigsten. Am wenigsten. Jonas Zurbricken kennt Cassandra Helfer seit 6 Jahren und musste mit ansehen, wie seine Freundin immer schwächer und schwächer wurde. Ich kann jetzt selbst gehen. Sicher? Ich weiß es nicht. Ja, ist gut. Ein Lift wäre nicht schlecht. Ein Lift, das wäre was. Geht's?
Oder soll ich dir helfen? Ja, ich glaube. Ja, sonst wird es morgen, bis ich oben bin. Morgen, bis ich da oben ankomme. Du musst loslassen. Ah, sorry. Ich kann nicht, sorry. Willst du ihn behalten? Nein, kannst du den Daumen... Ja. Ja, danke. Merci. So. Ich muss kurz... Kannst du kurz loslassen? So, einen schaffen wir noch. So. Vielen Dank. Papier. Yes. Grazie mille. Genau. Wenn sie versucht, Staub zu saugen oder etwas zu machen, spürt man ihren eigentlichen Elan. Man sieht ihre Motivation. Man spürt ihren Kämpferinstinkt. Das ist einfach ihr Kämpferinstinkt, den man extrem merkt. Das ist nicht einfach so. Sie gibt nicht einfach auf. Das Leben ist nicht vorbei, weil sie in dieser Situation ist. Sie macht einfach das Beste draus und schaut von Tag zu Tag. Sie nimmt jeden Tag so, wie er kommt. Wir haben einander einfach gern. Unsere Beziehung hatte von Anfang an eine gute Basis. Aber es ist natürlich nicht immer einfach. Es gibt auch Reibereien. Das ist dann schwierig. Ich ertrage es manchmal nicht, dass er mit mir spricht. Dann reagiere ich gereizt. Und auch sonst. Man möchte ja nicht, dass der Partner immer überall helfen muss. Ich müsste ja auch für mich kochen oder für mich die Wäsche machen. Jetzt mache ich das einfach für zwei. Darum fällt mir das nicht so auf. Für mich sind das Kleinigkeiten, wenn ich ihr zum Beispiel etwas zu trinken geben muss. Aber sie sagt, das seien keine Kleinigkeiten. Aber für mich stimmt es. Für mich stimmt das so. Und du, was hast du gemacht? Hallo, Dejan. Hallo, Dejan. Schau, da vorne ist das Fernsehen. So cool. Fangen wir noch mal an? Hören Sie mich? Ja. Willst du den Hund füttern? Im Schlafzimmer. Das Hundefutter ist im Schlafzimmer. Du kannst ihm das bringen. Das linke Röhrchen. Nimm's. Tommy, nimm's. Bisschen die Katze ärgern. Macht das Spaß? Es ist, als wäre Dejan da. Man schaut ihn an und weiß eigentlich, was er denkt. Man spürt seine Emotionen und wie er mit dabei ist. Wir sehen, ob er sich freut, ob er enttäuscht ist, ob es gelingt oder nicht. Er zeigt das relativ gut. Wir brauchen mehr Futter. Es kommt mir vor, als wäre ich in meiner Wohnung in einem Gefängnis, das ich nicht verlassen kann. Ich habe immer gerne Bilder gesehen und Videos von Freunden geschaut. Da ist mir der Gedanke gekommen, wie es wohl wäre, einen Roboter zu bauen, mit dem ich dann in Echtzeit dabei sein könnte. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dem Roboter am Leben teilzunehmen und auf diese Art mit Bekannten unterwegs sein zu können. Das hatte mir schon sehr gefehlt.
Ich war eigentlich sehr erstaunt, dass mir das auch ein Gefühl gibt, wieder teilhaben zu können. Es ist eine passive Rolle, in der man einfach dabei sein kann, ohne im Mittelpunkt zu stehen und ohne dass Erwartungen entstehen. Man kann einfach ein bisschen teilhaben. Es ist jetzt der zweite Tag nach den Dreharbeiten. Gestern ging es einigermaßen. Aber heute kommt sozusagen die Quittung. Alles tut weh. Gut, ich muss unbedingt aufhören. Ich hätte erwartet, dass es heute besser ist. Jetzt ist es aber noch viel schlimmer. Auch 2,5 Wochen nach meinem letzten Besuch mit der Kamera geht es Cassandra-Helfer nicht gut. Symptomverschlimmerung nach Überanstrengung, das eindeutigste Symptom von ME. Je mehr ich rede, desto mehr Herzrasen bekomme ich. Und desto weniger Luft auch. Wenn ich so Herzrasen habe, geht die Batterie schnell runter. In den paar Minuten ging sie runter. Ja. Aber ich muss schnell schauen. Ja, 115. Sonst nehme ich jetzt einen Beta-Blocker. Das könnte ich kurz machen. Jetzt habe ich richtig Herzrasen. Dann fängt alles an zu zittern. Und ich kriege keine Luft mehr. Weil es zu anstrengend ist, mir ein Interview zu geben. Ja. Jetzt muss ich schnell meine Heizdecke anstellen. Die Temperaturregelung ist nämlich auch betroffen. Dann fange ich an zu frieren und zu zittern. Ja. Jetzt wird es langsam etwas besser. Der Puls ist immer noch, wenn ich anfange zu sprechen, geht er direkt wieder hoch. Weil so viele Ärzte ME/CFS nicht kennen, werden Erkrankte oft auch falsch therapiert. Was bei Burnout und Depressionen heilt, ist für ME-Betroffene Gift, körperliche Aktivierung. In der Schweiz gibt es leider noch ein paar Einrichtungen, die bei ME Aktivierungstherapie verschreiben. Wenn man als Patient an eine solche Einrichtung gerät, sitzt man in der Tinte. Sie haben ihn wirklich zum Laufen gezwungen und ihn den Gang hin und her geschleppt oder bis zum Bad und zurück. Dann haben sie ihn am Schluss gelobt. Für uns war das schlimm, dabei zuzusehen. Für uns war das wirklich ganz leid, zuzuschauen. Ich habe den Leuten in dieser Klinik geglaubt. Sie haben mir Tag für Tag versprochen, dass ich gesünder würde. Und wenn der Aufenthalt abgeschlossen sei, könne ich wieder rumlaufen und wandern gehen und so weiter. Das war absolut nicht der Fall. Ich ging im Rollstuhl nach Hause. Einmal pro Woche erledigt Peter Lauber den Einkauf für seinen Sohn, der Jan. Immer am Mittwoch, immer zur gleichen Uhrzeit. Er hat seine Pausen, weil er weiß, dass ich dann komme. Dann hat er 10 Minuten Zeit, um mit mir zu sprechen. Wenn ich zu früh oder zu spät bin, kann ich die Einkäufe reinstellen und habe eine Woche nichts von ihm. Schaut mal. Wenn Dinge auf der Liste sind, die ich nicht kenne, neue Produkte, die ich suchen muss, weiß ich, dass es ihm gut geht. Dann hat er Kraft und hat im Internet das Sortiment durchsucht und bestellt darum andere Dinge. Manchmal kommt einfach genau die gleiche Bestellung wie vor einer Woche. Dann weiß ich, dass er auf Null ist und sich nicht weiter damit beschäftigen konnte. Aber wenn Neues dabei ist, ist das schön und dann suche ich halt länger. Sauerteigbrot.
wenn ich könnte. Wenn ich könnte, würde ich am liebsten joggen gehen. Das ist das Erste, was ich machen werde, wenn ich wieder gesund oder fitter bin. Der Kontakt zu anderen Leuten fehlt halt extrem. Und weitere Pläne wären, endlich zu heiraten und eine Familie zu gründen. Ist das realistisch? So wie es im Moment sicher nicht. Ja. Das ist ein bisschen mein Babyersatz. Die brauchen auch viel Liebe und Aufmerksamkeit. Ich finde es eigentlich schlimmer, was alles mit einem passiert, was man sich alles anhören muss und durch was man sich hindurchkämpfen muss. Die ganzen Demütigungen, bis man überhaupt ernst genommen wird. Ich bin eben nicht nur eine junge Frau, die dem Leben nicht gewachsen ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt ist das Hirn wieder müde. Hey, Dejan. Ich sehe dich noch nicht wirklich. Ich bringe dir ein Buch zurück. Ein paar Grissini und eine Suppe. Ich stelle sie dir mal dahin. Wie geht's Ihnen heute? Heute ist es ganz okay. Eigentlich möchte ich ganz leise sein, damit ich keine Geräusche mache. Der Lärm stört und belastet ihn. Aber manchmal geht's nicht ohne. Ich beeile mich immer, weil ich lieber etwas mit ihm spreche, als so lange für das Verräumen zu brauchen. Wen sehen Sie noch alles? Ja, in Person. Persönlich nur wenige. Meinen Vater, meine Mutter und die Postboten. Und die Friseurin. Ich stelle es mir unendlich schwierig vor, das eigene Kind in einem solchen Zustand zu sehen. Ja. Wir können nur zuschauen. Das ist schwierig für uns. Leiden und das Durchmachen muss er. Ich habe oft gesagt, dass ich tauschen würde. Oder wenigstens teilen. Halbe, halbe. Aber das geht nicht. Geht nicht. Ja, ja. Magst du nicht mehr? Du magst nicht mehr. Ja, dann gehe ich. Genau. Hey, tschüss. Bis bald. Schreib mir. Meistens kann ich mich zusammenreißen und weine dann von hier bis nach Hause. Es geht einem so nahe. Es geht einem so nahe. Im Gegensatz zu Dejan Lauber bekam Cassandra Helfer von der IV keine Rente zugesprochen. Die Fachfrau Gesundheit arbeitete weiter in ihrem Beruf, bis es nicht mehr ging. Heute lebt Cassandra Helfer von der Sozialhilfe. Man schätzt, dass in der Schweiz zwischen 16.000 und 24.000 ME-Betroffene leben. Viele von ihnen ohne IV-Rente, in Armut wie Cassandra Helfer. Wir haben absolut vergleichbare Fälle. Der eine kriegt eine, der andere nicht. Man könnte auch um die Rente würfeln. Schwer krank zu sein ist schlimm genug. Aber wenn dann noch Armut und Einsamkeit dazukommen, ist es noch mal um einiges schlimmer. Um Erkrankten rechtlichen Beistand zu leisten, stellen Jonas Sagelsdorf und Rechtsanwalt Thomas Huber eine Anlaufstelle für ME-Erkrankte auf die Beine.
Die Gutachter verkennen, dass die Symptome der Erkrankung sich nach körperlichen, geistigen oder emotionalen Anstrengungen verschlimmern können. Das ist genauso ein Teil des Krankheitsbilds. In den Gutachten liest man dann, es sei alles prima, man wisse nicht, was die Person habe. Die Gutachter haben den Tag danach nicht als Vergleichszeitpunkt. Sie sehen nicht, wie es der Person danach geht. Um ein besseres Verständnis für die Krankheit zu erhalten, braucht es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Nur wenn die Betroffenen, die Ärzte, die Sozial- bzw. die Invalidenversicherung und nötigenfalls auch die Juristen zusammenarbeiten, kann man dem komplexen Krankheitsbild gerecht werden. Mein letzter Besuch bei Dejan Lauber. Er legt mir sein wichtigstes Anliegen ans Herz. Ja, das ist vorwärts. Dass es in der Forschung vorwärts geht. Und dass die Gesellschaft die Krankheit sieht und auch angeht. Mir geht es seit mehreren Tagen zunehmend schlechter. Es ist so schlimm geworden, dass ich eine Cortisoninfusion gebraucht habe. Es fühlt sich schon etwas tragisch an, als ob man sterben würde. Wie wenn man sterben würde. Cassandra Helfer geht es zusehends schlechter. Sie hat Lähmungserscheinungen, kann nicht mehr sprechen. Oft erholen sich die Betroffenen von solchen Zusammenbrüchen nicht mehr. Die Symptome verschlimmern sich irreversibel. Da ist schon die Angst im Hinterkopf, ob das immer so bleibt. Wird der Rest meines Lebens so aussehen? Jeden Tag so, immer warten und hoffen, dass der Nächste besser wird. Ja, das ist nicht schön. Nicht schön. Zum geplanten letzten Dreh an Cassandras Lieblingsplatz erscheint ihr Freund Jonas allein. Cassandra fehlt einmal mehr. Wenn man so wie hier ist, einen so wunderschönen Ausblick möchte man mit jemandem teilen. Sie fehlt. Ich möchte, dass sie das auch sieht. Und das fehlt mir. Mir fehlen die Augenblicke, die man miteinander teilt. ME, myalgische Enzephalomyelitis. Die Krankheit verursacht unsägliches Leid und sie macht arm, einsam und lässt Menschen verschwinden.